mit dem Gaszugkupplung hatten wir ja schon gemacht. Auch hier dasselbe Problem, die Zughülle innen, die ist ja mit der Zeit defekt geworden, jetzt schleift Metall auf Metall und jetzt gehen wir hier an den Gaszug. So, um den Gaszug zu tauschen, müssen wir hier den Vergaserdeckel lösen. In meinem Fall sind das hier Kreuzschlitzschrauben. Bei Vergasern mit einer Kappe einfach die Kappe abdrehen. So, wenn ihr die Schrauben gelöst habt, könnt ihr hier alles herausziehen. Jetzt haben wir hier einmal den Kolben für den Startvergaser bzw. unser Choke und hier unser Gasschieber. So, den drücken wir jetzt, ich hoffe man kann es sehen, den drücken wir jetzt herein. Dann ist hier auf der anderen Seite noch ein Loch und hier können wir jetzt alles herausziehen. So, dann legt ihr euch das auf die Seite und jetzt könnt ihr ganz einfach hier aus der Mitte heraus die Hülle lösen und jetzt müssen wir noch oben an den Drehgriff. So, und dann dreht ihr hier diese Schlitzschraube auf und holt hier alles heraus. Und dann kann man auch den Gasgriff hier zur Seite abziehen. So, das ist dieses Teil. Das dreht ihr hier unten einfach heraus. Und das verhindert euch, dass euer Gasgriff zur Seite weggezogen werden kann. So, jetzt können wir hier unten unseren Zug aushängen. So, jetzt sehen wir hier auch, hier wird es quasi immer aufgewickelt. Hier unten ist es eingehängt. Dann können wir das jetzt abziehen. So, dann richtet ihr das aus und dann könnt ihr den Nippel hier herausdrücken. Und jetzt könnt ihr den kompletten Zug, also alle Kabelbinder, überall entfernen, wo es befestigt ist. Und dann könnt ihr den Zug durch die Lenksäule überall her durchziehen. So, und dann guckt ihr, wo euer Seilzug entlang geht und zieht hier dann alles durch die Lenksäule heraus. Guckt, dass es nirgendwo hängen bleibt. So, und dann haben wir den Zug hier schon raus. So, jetzt nehmen wir unseren neuen Zug, packen wir raus und kontrollieren auch gleich mal, ob die Länge soweit passt, weil es kann ja sein, dass es doch nicht passt. Da habe ich auch mal ein paar Rezensionen gelesen von Verkäufern, wo es nicht gepasst hat. Aber hier sieht es gut aus. Es hat dieselbe Länge. Und wichtig, vor dem Einbau diese Rändelschraube bzw. Einstellschraube komplett hereindrehen und später erst einstellen dann. So, jetzt gehen wir wieder hierher. Und jetzt gucken wir, ob das hier oben passt, auch der Nippel, so, das geht soweit. Und unten, der Nippel, der sollte ja auch, hier die Enden, die sollten auch identisch sein, ja. Nicht, dass ihr das alles einbaut und nachher merkt, ist doch irgendwas falsch. So, dann gehen wir hierher mit dem dicken Nippel, jetzt hat sich immer ein Teppich verhackt, so. Mit dem dicken Nippel, der kommt hoch. Und das kürzere Ende, das ist dann immer unten und geht Richtung Vergaser. Jetzt fädeln wir das hier wieder durch die Lenksäule, wie beim Kupplungszug, genau dasselbe. Dann gucken wir, dass wir das hier seitlich dann an der Lenksäule abgreifen mit einem Finger. Und dann können wir uns das hier, wo ist es, da können wir das dann herausziehen. So, jetzt muss ich, glaube ich, die Kamera wieder abnehmen. So, also da kommt euer Nippel raus. Und dann nehmt ihr das und hakt es hier seitlich wieder ein. So. Dann kommt das Ganze wieder hier rein. Und gleichzeitig wird es hier unten eingehängt. Also nochmal. Hier oben. Jetzt habe ich es gezoomt. Hier oben wird es quasi dann eingehängt und hier unten mit der Hülse von der Außenhülle wird das auch hier eingehängt und dann können wir das Ganze wieder ranschieben und dann
sollte sich das so drehen lassen. Und dann können wir das hier, die U-Scheibe, wieder montieren. So, ihr nehmt euch wieder die U-Scheibe. Das lange Stück kommt hier quasi zum Griff und das kurze Stück dann außen. So, das wird dann quasi hier so hereingeschraubt. Und dann können wir das Ganze wieder festziehen. Und dann sitzt unser Griff wieder fest. Ja, und wie bei der Kupplung, wie ich das gezeigt habe, hier genau dasselbe. Also hier muss, wenn ihr die Züge tauscht, macht gleich alles auf einmal, dann habt ihr es hinter euch. Und hier speziell bei der SR50 muss ich halt die Verkleidung hier abmachen, abmontieren. Die ist mit 4 Schrauben, 2 hier oben, 2 unten befestigt. Und dann können wir hier so halbwegs reingreifen. So, jetzt widmen wir uns dem unteren Teil. Wir nehmen also hier unsere Ader, stecken die durch und dann nehmen wir wieder unseren Gasschieber mit der Feder zusammen und versuchen das durch das Loch durchzudrücken. Das ist ein bisschen fummelig. So, hier einhaken. Hier sind ja 2 Löcher, hier geht es durch und auf der anderen Seite kann man das quasi dort einhaken. So, ja. Okay. Dann können wir jetzt den Vergaserdeckel wieder aufsetzen. Also, da macht ihr den Deckel wieder fest, schraubt alles fest. Gasschieber und Startvergaserkolben, die lassen sich nicht falsch rum einsetzen, die gehen nur in eine Richtung rein. Das sieht man auch an der Nut. Da ist so eine Plastiknut beim Gasschieber zum Beispiel. So, dann verlegt ihr alles wieder schön. Fixiert das mit Kabelbinder und dann ist dies auch getan. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und im nächsten Video geht es an die Bremszüge vorne und hinten. Werden wir die auch noch wechseln und dann sage ich weiterhin eine angenehme Fahrt und bis zum nächsten Video.